Mahlzeit, Leute, ihr Schlawinerchens, ich werde fangen geschoben, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den leichten Part. Alter, was ist los mit dir? Walker Bulldog, der kommt nicht klar, der Typ. Der kommt nicht klar, ich sehe ihn nicht, aber er schiebt mich einfach wie blöd beiseite, mein Gott. Ich wünsche, man könnte noch Teamkiller, also man könnte noch Teamleute killen hier. Kleiner Spasti. Walker Bulldog, ja, Light Tank, M4-1A1. 7,6 cm Geschütz haben wir hier und 2 MGs. Aber das ist auch vollkommen irrelevant, denn... Also wir fahren bis maximal 80 km/h. Der Tank hier ist wirklich schnell. Nachteil ist, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der diesen verdammten leichten Panzer hier fährt. Denn ich sehe ihn so gut wie nie irgendwo. Ich rede jetzt also nur von meiner Erfahrung hier. Ich sehe ihn eigentlich so gut wie nie irgendwo. Und werde meistens hier one-shotted von irgendwelchen anderen Fahrzeugen, da maximal oder minimal mittelschwere Panzer hier unterwegs sind. Und vorhin haben mich zwei IS zweimal hintereinander weggeballert, IS-1. Und das ist natürlich schon echt lächerlich dann. Also wir werden einfach die ganze Zeit weggeballert und der Vorteil dieses Panzers ist eigentlich nur seine Geschwindigkeit, die ganze Drehgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit im Fortbewegen und so und alles. Das ist natürlich sein Vorteil hier. Und ansonsten ist hier eigentlich nicht viel zu holen. Ich hole selten mal wirklich einen Panzer kaputt, einen anderen. Ich kann mich eigentlich überwiegend nur verstecken. Mit diesem Panzer hier kann man sich auch überwiegend nur verstecken, denn... Also man braucht nicht großartig gegen mittlere oder schwere Panzer gar vorgehen. Das bringt überhaupt nichts. Gut, so positioniert man sich natürlich auch nicht hier, aber... Jetzt eh nicht viel los. Gerade im Moment jedenfalls. Ich werde auch eher versuchen, hier hinten irgendwie zu decken. Die Karte gucken. Wow. Irgendwas ging hier rüber. Sieht auf der Seite aus. Okay, wir haben ja noch Leute. Aber mir kam ja ein Geschoss entgegen. Ich warte erstmal, bis der Kollege ein bisschen vorgefahren ist. Ist eigentlich voll schade, weil die Geschwindigkeit ist echt... Also das macht richtig Laune eigentlich, mit dem zu fahren. Nur mit dem Schießen. Da macht es wieder nicht so viel Laune. Ja, scheiße, ich schieße die ganze Zeit einer rüber hier. Oder sind das Abpraller? Ich würde gerne weiter vor. Okay, ich komme zu meiner Artillerie. Dafür habe ich sie ja. Da kann ich den Tschechen da irgendwie runterschießen. Ich glaube aber nicht. Seine Jagd 3. Der könnte mich sogar kritisch treffen. Ist mir zwar bisher noch nicht passiert, glaube ich zumindest. Aber es wäre möglich. Der geht runter und der andere wird auch runtergehen. Der ist aber ausgestiegen. Okay. Ja, ist natürlich jetzt nicht so spannend, aber ich weiß nicht genau, wie ich jetzt... Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich vernünftig mit dem Panzer umgehen soll. Gerade hier, wo überall irgendwelche Panzer jederzeit auftauchen können. An jeder Ecke und mich mit einem Schuss ausräuchern. Versuche also eher hier bei anderen Leuten zu bleiben. Oh, das ist der nächste. Natürlich muss ich auch mal schießen. Ich will auch ein paar Punkte machen hier. Aber ist echt heftig mit dem Teil. Für mich ist das heftig hier. Da bleibt mir ein bisschen auch nicht stehen. Okay, ich gehe mal kurz in die Luft. Ich gehe doch nicht in die Luft. Ich war wieder zu langsam. Gut, ich sehe schon, von wo es abgeht. Ja, alles klar. Oh, das ist richtig voll. Das ist richtig voll. Ich hoffe, ich kann einmal schießen. Ziel unbeschädigt, war klar. Was soll ich hier auch groß wegballern? Groß wegballern hier. Holy four. Eigentlich brauche ich... Oh, scheiße. Okay, jetzt habe ich es bis hierhin geschafft, aber ich kenne die 122er. Ich werde hier auch geraucht. Ich werde hier eigentlich auch geraucht. So, alle haben jetzt Bock hier in die Luft zu gehen. Keiner will mich retten hier. Das ist natürlich jetzt nicht das Hammer-Gameplay, aber man kann mit dem Panzer hier auch gerade bei all diesen schweren Fahrzeugen nicht allzu viel machen. Eine
Artillerie trifft eher. Ich wollte gerade sagen, trifft überhaupt nichts. Ein kleiner, mickriger Treffer. Ziel unbeschädigt. Ich kriege hier echt nicht kaputt. Jetzt gehe ich mal kurz in die Luft. Ich muss irgendwie ein paar Punkte sammeln. Er ist noch nicht komplett fertig modifiziert. Mir fehlen noch zwei Modifikationen. Scheiße. Wir drehen die schon voll ab. Wir drehen die richtig am Teller. Irgendwas Leichtes rausnehmen. Aber guck mal dahin. Schwerer Panzer, schwerer Panzer, schwerer Panzer, schwerer Panzer. Alles schwerer Panzer. Nur schwere Panzer. Eigentlich nur schwere Panzer und Jagdpanzer. Ist auch nicht gerade ein leichtes Gerät. Die bin 40, ich schieße einfach mal auf hier. Wir haben ein paar wenige Treffer abbekommen. Ich lebe wahrscheinlich noch, bin mir aber nicht sicher. Was soll man hier auch damit machen? Was soll man mit dem Teil machen hier? Ich weiß es nicht. Panzer mit 42, leck mich doch. Und das war nämlich das Problem, eben gerade wie zum Beispiel, war es zum Beispiel so, da waren auch nur, eigentlich nur schwere Panzer unterwegs. Was soll ich dann mit diesem leichten Panzer da machen, bitteschön? So, der Jagdpanther hat mich ausgeschaltet. Stand da direkt vor mir. Eben gerade hatte ich auch einen Panther, der hat mich auch die ganze Zeit weggeballert und noch 50 andere, weil den niemand kaputt bekommen hat. Niemand hat diesen verkackten Panther kaputt bekommen. Und ich habe zweimal kritisch getroffen, mit zwei verschiedenen Panzern. Also ist schon irgendwie, naja, was ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind so dann so Abfuckrunden, wo man sich denkt, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ist ja irgendwie verständlich, oder man will ja auch ein bisschen was erreichen, aber wenn man zu gar nichts kommt, dann ist das natürlich frustrierend. So, jetzt habe ich diese verkackte Jagdpanzer weggeballert, ist natürlich auch nicht schwer, so ein Fahrzeug wie mich hier wegzuschießen. Abschlusshilfe immerhin, das ist ja schon mal besser als nix. So. Ich bin zu weit entfernt hier, echt jetzt. Ich muss irgendwie vorfahren, ich weiß noch nicht. Wie soll ich hier weiter vorkommen? Diese Scheiße an. Guck dir diese Scheiße an, das ist doch echt zu heftig. Was soll ich da bitte mit meinem kleinen Fahrzeug hier machen? Echt, was soll ich da mit meinem kleinen Fahrzeug machen? Ich mache jetzt erstmal nichts weiter, außer hier stehen zu bleiben. Ich fahre zwar noch eine Runde, aber gut, da habe ich keinen Gutschein mehr. Ist auch vollkommen egal, aber es ist einfach wirklich heftig. Ja, und jetzt sagt mir nicht, ich habe zu viel Munition mehr. Das ist vollkommen egal, denn ich werde dieses Mal mit einem Schuss weggeballert. Und ich hoffe, der fängt den ab. Ja, versuche ihn abzufangen. Yes. Mal gucken, was man hier ausräuchern kann, vernünftig. IS-2 zum Beispiel. Erster Kill, besser als nix. Aber die IS-2 hat mich sogar auch gekillt. Wie auch immer er mich gekillt hat. Angeblich hat er mich gekillt. So, ja, die Frage ist, was macht man hier? So, hier auf dem Hügel hochzufahren ist total beknackt. Aber hier sieht man schön, wie schnell er sich eigentlich drehen kann. Wie Wahnsinn. Aber wie gesagt, auf dem Hügel hochzufahren ist beknackt. Die ganzen schweren Panzer campen eigentlich nur. Also ich kenne ja nur Camper. Oh, Gleiskette getroffen. Wie komme ich hier weg? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Er hat irgendwie noch einen ominösen Treffer abbekommen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Beziehungsweise wie der durchgeführt wurde. Eigentlich warte ich auf Artillerie. Ich würde gerne Artillerie rausfeuern hier. Und man sieht ihn ja. Die ganze Zeit steht er da nur dumm rum. Und so habe ich es auch mit den Panthern. Die stehen einfach nur die ganze Zeit wie blöd rum. Und dafür habe ich eine Abschlusshilfe bekommen.
Und gerade mit dem Fahrzeug hier darf man bloß nicht so lange irgendwo stehen bleiben, sonst ist man gleich gefickt. Das ist einfach, ist ein Fakt. Während der Jagdpanther ja wirklich ungefähr 1 Milliarde Treffer aushält und dazu noch 50 Artillerieschläge, ist das hier eben nicht der Fall. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Verstanden, Geschütze, Feuer. Mal gucken, ob der noch da ist. Ja, man sieht ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, jetzt hier irgendwie großartig was anzuvisieren. Und auch mit der anderen Munition penetriere ich eigentlich überhaupt nichts. Sie sind alle zu stark für mich. Also mit den leichten Panzern habe ich eigentlich nur was gerissen, gebe ich auch ehrlich zu, im niedrigstufigen Bereich. Voll daneben. Vor und zurück ist natürlich ein bisschen blöd, weil man sich nicht wirklich einpendeln kann. Irgendjemand hat den weggeballert, oder täusche ich mich? Wir müssten mal wieder irgendwas cappen hier. Wir sind gerade dabei zu cappen, okay. Kannst du vergessen, echt. Ist einfach zu heftig. Ich hab's schon ein paar Mal geschafft, so eine Donier oder so runterzuholen mit meiner Hauptartillerie. Mit meinem Hauptgeschütz. Ist hier aber nicht der Fall. Geladen ist. Der versucht jetzt einfach so davon zu kommen. Ganz klare Sache. Okay, ich muss jetzt mal vorfahren. Dann kann ich die ganze Zeit hier rumgammeln. Woo! Also, vom Fahrerischen her macht es auf jeden Fall Spaß. Dieses Fahrzeug hier. So. Aber natürlich als Kampfwagen ihn wirklich vernünftig einzusetzen, das ist eher nicht so witzig hier. Ja, Wichser. Da oben kämpfen auch noch zwei, da kann ich aber keine Artie hinschmeißen, weil der Kollege noch da ist. So, der steht einfach an seinem verkackten Spawnpunkt, ja? So. Oben hat der Kollege den wahrscheinlich weggeballert. Sieht jedenfalls schwer danach aus. Wir schlagen uns natürlich ganz gut. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, ich habe hier nicht viel dazu beigetragen, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann es wirklich nicht. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Oh, scheiße, da wollte ich irgendwie hin, aber da stehen genau die Arten. Und wenn ich schon so einen Panther sehe, dann wird mir einfach schlecht. Der Ferdinand hat auch noch nichts weggerissen hier. Ich versuche zu überleben. Eigentlich war es nichts besonders. Wow! Grüß dich. Ja, Motorraum beschädigt, ist egal. Man sieht ja, ich bin eigentlich voll. Wie so ein Rickkitz hier. Ich kann nicht viel machen. So, der Fertig steht da auch noch dumm rum. Und löschen jetzt Shit hier. Oh, ich stehe richtig blöd. Ich stehe richtig blöde. Und jetzt werde ich gleich gesmoked. Ich werde gleich richtig gesmoked. Und es sind Bomben runtergefallen. Ich bleib hier stehen, weil ich weiß nicht genau, wo sie liegen. So ein blöder Indikator eigentlich. Schlecht gezielt, aber den IS hätte ich auch so nicht kaputt bekommen. Denn das habe ich noch nie. Echt. Ich verstehe nicht, was ist denn das eigentlich für ein Fotzen-Scheiß hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Dass hier nur schwere Panzer unterwegs sind. Alter, was für eine Kacke. Das ist einfach nicht ausgeglichen.
Und wir werden auch diese scheiß Runde verlieren. Eigentlich, weil das ja ist eine Runde, die voll für den Arsch ist. Guck mal, mein Stats, wahrscheinlich irgendwas 14. Nicht ganz, trotzdem. Auch nicht viel besser. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut, machen wir mal noch eine Runde. Immer noch unterwegs mit dem Walker Bulldog. Leichten Panzer. 7,6 cm Geschütz, Hauptgeschütz. Sind jetzt die allermeinen. Ich habe halt jetzt den A-Startpunkt ausgesucht, weil die anderen beiden mir irgendwie ein bisschen zu blöd, weil sie so weit nebeneinander liegen. Und manchmal kann es auch passieren, dass viele wirklich von A und B starten und genau dann dort rüberbrezeln. Hier über den Hügel fahre ich jetzt nicht. Oder über die Düne. Wenn wir kurz hier gucken. Ich meine, ja, das ist schon Abfuck. Dieses Matchmaking und auch die Zusammenstellung der Verbände, der Kampfgruppen ist eigentlich teilweise echt ein Abfuck, gerade im Arcade hier. Ja. Aber wenn man dann hier sich mal so ein bisschen umguckt, dann sieht es eigentlich, wenn man sich, eigentlich ist es ja ein voll schönes Spiel so. Meine Grafik ist nicht komplett hochgedreht. Aber eigentlich, also von der Optik her, ist es ja wirklich ein gutes Spiel. Da kann man ja auch nicht meckern. Also von der Farbphysik her und sowas alles. Ne? Ah, guck mal, ist das süß. Ja, das macht natürlich Laune. Aber andere Sachen trüben dann das Gesamtbild so ein bisschen. Ne? Und wow. Naja. Einer hat einen weggeeint. Okay, ich habe Arti frei. Ich könnte Arti auf B schmeißen, glaube ich. Ne, bin schon zu weit entfernt. Gut, dann ziehen wir jetzt hier durch. Wie könnte man es machen? Wie könnte man es machen? Erstmal aufpassen, dass man nicht zerschossen wird. Ganz klar. Aber man könnte natürlich den Spawnpunkt da campen, bis sie sich vielleicht dazu entscheiden, nicht mehr von dort zu spawnen und dann zu B rübergehen. So würde ich das machen. So wie so ein Dünenfraggle hier rübergurken. Okay, das haben die ziemlich schnell gemacht. Hier war einfach nicht genug Widerstand bei A. Offensichtlich. Okay, sieht er irgendwas? Eine Zeit lang habe ich so gemacht, wenn dieser Hinweis kam, habe ich da meine Arte hingeschickt, aber das ist voll gut. Denn ich sehe ja gar nicht, was da ist. Das sieht eigentlich voll geil aus hier. So eine schöne Wüstenlandschaft. Natürlich sieht es auch geil aus, wenn der ganze Staub da auf den Panzern hängt. So, das hat irgendwas. Hat natürlich Atmosphäre, ganz klar. So, da campt sowieso einer den Spawnpunkt oder zwei. Kaiser Groovy. Kaiser Groovy, Hanomag. Ist das ein Premium-Fahrzeug? Scheiße, habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir auch die Notes nicht durchgelesen. Ich habe mir nur das Video angeguckt gehabt zum neuen Patch. Und habe dadurch daher meine Informationen bezogen. Aber ich glaube, der war der Hanomag nicht mit bei. Wir sind hier gleich bei B. Das ist ja ein richtig schräges Teil. Abschusshilfe. Fuck, ich hab ihn hier fast. Mein Gott. Ja, wie seht, ich habe meine Munition ein bisschen reduziert. Aber nicht jetzt, weil ich Angst hatte, oh Gott, die zerschießen mich alle, sondern der fliegt ja voll auf mich zu. Klappen können. Sondern weil ich eh nicht so viel Schuss abfeuere. Dass es nötig wäre, so viel Munition mit mir zu tragen. Okay, auch hier wird gecapped. Eigentlich haben sie ja nur noch einen Punkt. Aber ich muss jetzt aufpassen. Das ist immer sehr gefährlich hier. Gerade für mich. Für so einen Papierpanzer in dem Sinne. Okay, wir scheinen hier keinen Gegner zu haben. Scheinen. So, ich cap jetzt einfach mit, weil ich die Punkte haben will. Ich will ihn hier endlich einmal fertig forschen hier. Jetzt einmal verrecken, Wichser. Flugzeug zerstört. Hab's auch noch überlebt. Ich habe schon wirklich schwere Treffer abbekommen, einfach nur weil ein Flugzeug mir reingeknallt ist hier. Das sieht natürlich jetzt richtig gemütlich aus hier. Richtig gemütlich. So, ich bleib hier jetzt erstmal stehen. Am besten hier
gemacht. Muss natürlich beachten, wo der Spawnpunkt ist. Bei den Kollegen bleibe ich also hier so stehen. Mit die Jagd abballern hier. Zack, mal gar nichts. Mhm. Science Fiction, alles klar. Raus hier, obwohl ich brauche nicht aussteigen. Egel. So ein Bullshit, ey. Naja. Wo ist der Wichser? Weg da. Fliegende Baller hier. Die kleinen Schwänze. Das ist auch cool. Wir waren gefahren hier. So, was angreifen? Spawnpunkt angreifen. Ich will eher mit der großen Gruppe mitfahren. Denn alleine brauche ich mich hier irgendwo hinwagen. Dann müsste ich schon wie ein Sniper auf zum Beispiel Flak oder sowas gehen. Aber hier ist kaum Flak. Gut, da ist einer. I'm 25, okay. Die Art hier braucht feuern hier. Oh, weg nochmal. Mit M26. Ich wollte gerade sagen, beweg dich! Da sieht man es wieder. Wir gucken uns mal kurz die Killcam an. Eigentlich totaler Bullshit irgendwie. Der Panzer hält überhaupt nichts aus. War halt mir, das sah aus, als hätte mir voll durchs Rohr geschossen und dann Feierabend, ne? Guckt euch diesen Scheiß an, ey, wirklich. Ich hoffe, der verreckt richtig in Qualen. Nein, ich wollte gerade einen anderen Spawnpunkt nehmen. Anstrengend. Das ist irgendwie, also mit bestimmten Fahrzeugen ist es wirklich anstrengend unterwegs zu sein. Wenn man erstens nicht weiß, wie man sie effektiv einsetzen soll und zweitens, wenn man irgendwie nicht die Chance hat, sie effektiv einzusetzen. Und das ist schon ziemlich beschissen. Oh Gott, nein. Pff. Wieso ist denn das so tief? Scheiße. Echt jetzt, ich wäre fast einfach abgesoffen und hätte den Panzer verloren, nur durchs Absaufen. So. Rüber kommt C da. Offensichtlich hat meine Art den Scheißdreck bewirkt. Verstehe ich auch nicht ganz. Weil die Mannschaft ziemlich gut geskillt ist. Also fast Elite. Und müssen eigentlich auch jetzt in Verbindung mit dem Funkkommandanten, ja, die. What the fuck? Der Captain da. Wir müssen irgendwie zu B. Irgendwie zu B rüber. Ne, auf jeden Fall müsste meine Artillerie eigentlich genauer treffen. Zumal das Ziel nicht so weit entfernt war, sodass sie jetzt, sag mal, ziemlich weit auseinander getroffen hätten. Guck mal diese Scheiße hier zurück. Kann ich hier hochfahren? Ja. Kann ich. Also, wie gesagt, Walker Bulldogs, echt ein knippliges EU. Shit! Guck ihn dir an! Ah, schon wieder derselbe! Derselbe kleine Hurensohn! Acht weggeballert. Pff, lächerlich, oder? Eigentlich lächerlich. Man hat auch 10 weggeknallt. Wie machen die das? Gut, aber keiner von denen fährt irgendeinen verkackten leichten Panzer. Hier, Kugelblitz, okay, aber das kann man nicht. Das kann man nicht vergleichen. Außerdem ist das sein dritter Panzer, den jetzt gerade fährt. So wie ich jetzt auch. Ja, das sind Bereiche natürlich. Klar. Es spielen viele einfach nicht mehr. Wirklich viele. Also es spielen weniger Leute, weil ich mich. Hurensohn. Ja, versteck dich, blöde Drecksau. Oh, was ist das? Lade noch! Ey, fick diesen M26 weg. Alter, was schießt denn da auf den? Wo sind die Drecksau? Jetzt wollen sie uns hier richtig zerficken. Halte ich das aus? Ich muss das aushalten. Ich meine, scheiße, ich falle in Jumbo. Halte ich das nicht so aus, wie ich denke.
Ich sehe hier, weil ich nur die Silhouette sehe, sehe ich nicht genau, wo ich hinziehen soll. Das ist mal einfach hier. Wird eh nur eine Abschusshilfe. Der geht auch nicht drauf. Krasse Sache. Coelion. Was der nicht alles ab kann. Muss man irgendwie da reintreffen. Bringt auch nicht viel. Bringt ja überhaupt nichts. Und hinter mir erscheint auch gleich einer. Abschusshilfe. Fick dich. Ich glaube, der M26 ist immer noch da. Da ist noch einer. Das ist der Wichser. Steht direkt in meinem Gesicht eigentlich. Ist ja ganz klar, was er da macht. Der wird einfach warten. Ja, genau, fahr du mal vor. Du Super Trooper. Hat ihn ausgelöscht. Mein Mann, mein Mann. Echt. Ich hasse Leute, die ständig andere Leute abschießen. Echt. Natürlich ist es Sinn des Spiels, ist klar. Ja. Aber irgendwann, ich kann die Leute verstehen, die dann die Krätze kriegen und denken, mein Gott, ich fahre denselben Panzer. Aber ich verrecke alle paar Sekunden hier. Mission gescheitert, mal wieder. Aber was für eine Kacke. Immerhin auf dem 8. Davor war ich 12. Aber das ist ja echt, das ist ja eigentlich lächerlich. Also ich würde mal sagen, der eine, der 10 hatte, hat jetzt mindestens 13 und der andere hat auch so seine 10, 11. Würde mich nicht wundern. Ein Flugzeug zerstört. Das ist alles, was ich geschafft habe. Und ich meine, ich bin nicht so schlecht, aber ich kann mit diesem Panzer einfach nicht umgehen. Und jetzt war es natürlich ein bisschen blöd hier. Hier zum Beispiel auch der M26. Da will ich mal sehen, ob ich damit dann auch so auf die Kacke hauen kann. Wo ist denn der Typ? Ne, er hat nur einen weiteren abgeschossen. Aber er, ja, 12, wie gesagt. Der hat noch richtig was. Der Ferdinand hier. Aber alle haben sie so ein bisschen außer Ehe. Eigentlich sind das gute Stats. 7 Kills und ein Panzer verloren. Aber hier ist niemand, der keinen Panzer verloren hat. Gut, gibt es auch relativ selten. Naja, wie auch immer, ist wirklich schwer. Mit dem Walker Bulldog ist eigentlich voll schade, weil es halt schön schnell. Ich hätte ganz so ein Match, wo man nur mit leichten Panzern unterwegs ist oder so. Oder dass man vielleicht Match Modi wählen kann. Nur leichte Panzer, nur schwere Panzer oder sowas. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Oder irgendjemand schlägt das mal vor. Wäre jedenfalls cool, wenn es auch sowas mal geben würde, damit man vielleicht ein bisschen mehr. Oder ein bisschen mehr Spaß mit seinen leichten Panzern hat, wenn man gerade in so einem Stufenbereich nicht unterwegs ist. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Bis denn dann, haut rein, ciao.